Tipps und Tricks, weil mich ja auch immer mehr Fragen erreichen, wie ich denn die Währung zum Beispiel geändert habe, also von Dollar in Euro. Ja, dazu jetzt ein kleines Video. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach, wenn ihr Steam, über Steam das Spiel gekriegt habt, einfach auf den Steam-Ordner gehen, bei eurer Partition, bei mir ist es C, unter Programme, dann halt Steam und dann auf User Data. Bei GOG.com weiß ich jetzt nicht, wo da die temporären Dateien sind von dem Spiel Transport Fever. Ja, hier unter User Data, das ist eure persönliche ID-Nummer unter Steam. Klickt ihr drauf, dann müsst ihr auf 446.800, das ist die Steam-ID für das Spiel Transport Fever. Ihr klickt ihr drauf, geht auf Lokal und dann müsst ihr tja, die Settings Lua ändern. Geht da Rechtsklick, dann öffnet sich hier der Reiter. Falls ihr Und ihr müsst auf Edit with Notepad plus gehen. Falls ihr das nicht habt, dann gebt ihr einfach hier in der Suchfrage Note. Na gut, bei mir wird es oben schon angezeigt. Gebt ihr Notepad plus ein, drückt Enter. Dann sollte es als allererstes oben auftauchen. Klickt ihr drauf. Aktuelle Version. Drückt auf Download. Und dann müsst ihr jeweils das passende, entweder habt ihr eine 32-Bit-Version oder eine 64-Bit-Version von Windows drauf, beziehungsweise anderes Betriebssystem. Dann ja, müsst ihr die passenden Installer downloaden. Wenn ihr das normal macht, Download installiert er ohne Probleme. Klickt ihr drauf. Ja, ist in Ordnung. Deutsch. Oder je nachdem, was ihr braucht. Auf OK drücken. Ja, hier sagt er mir jetzt, dass ich eine 64-Bit-Version schon installiert habe. Ob ich die ja, ersetzen will. Natürlich nicht. Bei euch dürft ihr dann nichts anzeigen. Oder erkennen, dass ihr eine 32-Bit-Version habt oder eine 64-Bit-Version. Wenn ihr eine 64-Bit-Version habt und eine 32-Bit-Version installieren wollt, sollte er eigentlich anzeigen. Hallo, du hast eine 64-Bit-Version. Bitte installiere dann auch doch die 64-Bit-Version. Falls nicht, sollte es aber trotzdem keine Probleme geben, ob du eine 32-Bit-Version oder 64-Bit-Version installiert. Ich klinke mich dann hier einmal aus. Nein, wir brechen mal ab. Und wenn ihr das dann installiert habt, dann können wir jetzt wieder zurück. Solltet ihr dann auf die Settings rüber gehen, Rechtsklick und dann sollte das dieser neue Eintrag hier stehen. Dann drückt ihr auf Edit with Notepad. Ja, ich hatte es gerade schon geöffnet. Bei euch öffnet es dann ganz oben. Scrollt ihr runter bis zur Zeile 103. Nein, falsch. 104, 105 und 106. Ja, da müsst ihr eigentlich nur drei Sachen ändern. Money Mode. RAW steht für, dass die Zahlen ausgeschrieben werden. Also für 1000 steht dann auch 1000. Was vorher angegeben ist für Transport Fever ist, dass für 1000 ein K steht, für Trillion, was bei uns Milliarde ist, ein T und so weiter. RAW werden die Zahlen dann ausgeschrieben. Das habe ich dann geändert. Und Money Prefix. Dann könnt ihr euer Logo, wollte ich jetzt schon sagen, nein, eure Währung dann eintragen. Präfix gibt an, dass dass das Währungszeichen vor dem Betrag ist und Suffix ist, dass es hinterm Betrag ist. Ich habe es vor dem Betrag gemacht. Und ja, das ist aber euch überlassen, ob ihr dann bei Präfix freilässt und dann hier unten das Euro hinmacht oder so wie ich. Dass er oben das Euro hinmacht und unten freilässt oder Pfund oder sonst irgendwas, ist alles möglich. Halt jede erdenkliche Währung. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Ich würde aber, müsst ihr
Speichern dann nicht vergessen, sonst hat er die neuen Werte hier nicht drin. Bevor ihr aber die öffnet und irgendwas verändert, würde ich immer einmal kopieren machen. Dann machen wir einmal kleiner. Und am besten am Desktop oder an irgendeinem speziellen Ordner eine Sicherungskopie vorher machen, bevor er immer irgendwas ändert. Falls mal doch was schief gehen sollte, dass ihr immer die Vanilla-Datei habt oder die Originaldatei, die ihr dann mit Drag und Drop einfach wieder zurückziehen könnt. Linksklick, gehalten, oder halten lassen, rüberziehen, dann ersetzen und dann habt ihr die Originaldatei wieder drin und dann sollte wieder alles laufen. Falls ihr mal experimentierfreudig seid und noch ein bisschen anders an den Settings ändern wollt, weil da kann man doch einiges ändern. Ob das dann mit dem Spiel so vereinbar ist, ist dann immer eine Frage. Deswegen sollte man dann immer eine Sicherheitskopie machen. Ja, das wäre es dann eigentlich schon. Ich hoffe, es war verständlich, das Video, und würde dann sagen, bis dahin und ciao. Und doch, eins muss ich noch sagen, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt in dieser Richtung, könnt ihr abstimmen. Würde ich mich freuen, oben rechts jetzt schon und schon die ganze Zeit. Und würde dann sagen, bis dahin und ciao.